Willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Schön, dass Sie heute gekommen sind zu unserer Podiumsdiskussion Rouhani gegen die Hardliner. Wir wollen heute Abend über die Präsidentschaftswahlen, die jetzt anstehen, im Iran sprechen und natürlich darüber, was für Iran und auch für Europa da auf dem Spiel steht. Mein Name ist Bauke Baumann und ich bin hier in der Böll-Stiftung verantwortlich für das Iran-Programm der Stiftung. Auf dem Podium darf ich begrüßen Asadeh Samirirat, Bachmann Niromand und Robert Siegfried. Asadeh Samirirat ist die Iran-Expertin des Berliner Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik, die SWP. Bachmann Niromand kennen Sie vermutlich, die meisten von Ihnen. Er ist Journalist und Publizist und schreibt seit nunmehr 17 Jahren den Iran-Report, der monatlich erscheint für die Heinrich-Böll-Stiftung. Und Robert Siegfried ist Leiter der Iran-Unit im Auswärtigen Amt hier in Berlin. Herzlich willkommen. In 10 Tagen, also am 19. Mai, wählen die Iranerinnen und Iraner einen neuen Präsidenten. Dann entscheidet sich auch, ob der jetzige Amtsinhaber Hassan Rouhani, der eher moderat ist oder als moderat gilt, wiedergewählt wird. Noch ist das Rennen allerdings völlig offen und es ist nicht klar, ob er tatsächlich auch wiedergewählt wird. In den letzten Wochen, Monaten haben sich insgesamt mehr als 1500 Frauen und Männer beworben für eine Kandidatur bei den Wahlen. Allerdings hat der Wächterrat, eine Art nicht gewähltes Kontrollorgan, nur 6 Kandidaten zur Wahl zugelassen, darunter keine einzige Frau. Neben Rouhani und seinem derzeitigen Vizepräsidenten Jahangiri gelten vor allem die 2 Hardliner Raisi und Khalibaf als die aussichtsreichsten Kandidaten im Feld. Sollte keiner dieser 6 am 19. Mai die absolute Mehrheit erhalten, gibt es noch eine Stichwahl eine Woche später, ähnlich wie im französischen System. Über die Kandidaten, die Wahlkampfthemen und auch die potenziellen Folgen der Wahl werde ich nun mit den 3 Expertinnen hier auf dem Podium knapp eine Stunde diskutieren. Danach haben Sie natürlich die Gelegenheit, Fragen und Kommentare an die Panelisten loszuwerden. Ich würde gerne damit einsteigen, Herr Niromand, und Sie fragen, ob Sie uns etwas mehr über die Herausforderer des amtierenden Präsidenten Rouhani erzählen können und welche Gruppen hinter Ihnen stehen und wie die Aussichten dieser Kandidaten zu bewerten sind, dass wir erstmal überhaupt wissen, worüber wir sprechen, wer da noch ist, außer dem jetzigen Präsidenten. Einfach anfangen. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es gibt, wie gesagt, 6 Kandidaten, also 5 neben Rouhani. Und Rouhani brauche ich erstmal nicht vorzustellen, nur reicht es vielleicht, wenn ich sage, dass er zu den Gemäßigten zählt. Aber man muss wissen, alle 6 Kandidaten glauben und halten ganz fest an die Islamische Republik, an die Verfassung, an das, was jetzt nach 38 Jahren vorhanden ist. Sie sind nicht, auch wenn sie als Oppositionelle agieren, sind sie nicht gegen das System. Sie sind alle für das System. Das bedeutet, dass der säkulare Teil der Gesellschaft eigentlich unter den Kandidaten überhaupt nicht vertreten ist. Das sind alle im Kreis, im Lager des Islamisten oder des islamischen Lagers. Und Rouhani ist natürlich auch durch seine ganze Biografie ein Mann des Systems, eine Urgestalt sogar des Systems. Er unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass er, glaube ich, klug genug ist zu wissen, dass man nicht nur mit Druck und Gewalt und immer mehr Todesstrafen und so weiter regieren kann. Er ist eher dafür, dass man
das Land nach innen und außen öffnet und seine Gegner sind völlig gegen diese Ziele, gegen Öffnung nach außen und nach innen. Zu den einzelnen Kandidaten: Raisi war bis vor einem Jahr kaum bekannt, obwohl er sehr wichtige Posten innerhalb der Justiz innehatte. Erst seitdem er zum Verwalter der Stiftung religiösen Stiftungen ernannt wurde von Khamenei, von dem Revolutionsführer, wurde er auf einmal berühmt. Und zwar erstens deswegen, weil diese Stiftungen zu den größten Unternehmen des Landes gehören. Sie haben unglaublich viele Fabriken, Gesellschaften, verschiedene, in allen Bereichen sind diese Stiftungen tätig. Sie zahlen überhaupt keine Steuern. Und das war auch ein Punkt der Auseinandersetzung während der Debatte. Und deswegen wurde Raisi berühmt. Und zweitens, weil damit zugleich die Vermutung kam, dass er als Nachfolger von Khamenei, also die Nachfolge von Khamenei, antreten soll. Khamenei ist krank, das weiß man schon seit längerer Zeit. Und ein Nachfolger war bis dahin kaum in Sicht. Man hat gerätselt, wer könnte als Nachfolger antreten. Und jetzt sind die Gerüchte, wir sagen, dass Raisi die Nachfolge antreten soll. Deswegen hat er lange hindurch gezögert, diesen Posten anzunehmen, sich zu kandidieren, weil wenn er verliert, ist er dann nicht mehr geeignet als Nachfolger des Revolutionsführers. Man kann nicht jemanden, der von der Mehrheit des Volkes abgelehnt wird, als Revolutionsführer, zum Revolutionsführer wählen. Raisi hat eine schwarze Akte. Raisi hat 1988 im Auftrag von Khomeini neben zwei anderen, einer davon ist heute Innenminister unter Rouhani, die drei, also das Trio, war beauftragt, über das Schicksal von Tausenden von politischen Gefangenen zu entscheiden. Und damals sind mehrere Tausend in Schnellgerichten, die wenige Minuten dauerten, zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Und Raisi gehört auch zu denjenigen, die sehr aktiv waren bei der Niederschlagung der Bewegung 2009, bei der Protestbewegung gegen die umstrittene Wiederwahl von Ahmadinejad. Der zweite Kandidat ist der Teheraner Bürgermeister Ghalibaf. Ghalibaf hat ebenfalls, er gehört, also es steht den Revolutionsgarden sehr nahe. Es hat innerhalb des Militärs, also der Revolutionsgarden, verschiedene Posten gehabt. Und er ist seit 12 Jahren ist er Teheraner Bürgermeister, und da hat er einige Akten bei der Justiz, weil er Grundstücke, also städtische Grundstücke, zu Spottpreisen an verschiedenen Leuten vergeben hat. Es handelt sich um Milliarden, die da also im Spiel sind. Der dritte Kandidat ist der
Vize von Jahangiri, also Vize von Rouhani. Er ist eigentlich angetreten, um Rouhani zu unterstützen. Allem Anschein nach wird er kurz vor der Wahl zugunsten Rouhanis zurücktreten. Er ist ein sehr fähiger Mann. Er hat bei der ersten Debatte ist er sehr, sehr gut aufgetreten. Und bei der Fernsehdebatte, die es gab. Fernsehdebatte, Freitag vor 8 Tagen, bei der ersten, war er eigentlich der, der am besten abgeschnitten hat. Er war sogar, dann kam sogar der Gedanke, er könnte ja, wenn er so populär wird auf einmal, könnte er selbst bleiben und nicht zugunsten von Rouhani zurücktreten. Aber bei der zweiten Fernsehdebatte haben sie die Rollen gewechselt und Rouhani ist sehr aggressiv aufgetreten, sehr angreifend und hat also den Jahangiri in den Schatten gestellt. Und wie schätzen Sie die Chancen ein, vor allem der beiden Hardliner-Kandidaten tatsächlich zu gewinnen? Ich denke, also es ist eine Vermutung, im Iran gibt es natürlich auch Umfragen, aber auf die kann man überhaupt nicht zählen, noch weniger als die hiesigen Umfragen. Aber ich schätze, wenn die Wahlen frei wären, tatsächlich frei wären, dann würde Rouhani die Wahl gewinnen. Die Wahlen werden immer im Iran manipuliert. Es hat noch keine Wahlen gegeben, die nicht manipuliert wurden. Manipulation bedeutet nicht allein, dass man Stimmen wechselt und so weiter, sondern schon, man sieht jetzt im Fernsehen jeden Tag, ist Raisi im Fernsehen und Rouhani nicht. Das ist schon Manipulation der Wahl. Jedenfalls, wenn es freie Wahlen gäbe, dann würde Rouhani, glaube ich, die Wahl gewinnen. Da würde ich gerne mal einhaken bei den freien Wahlen und dich fragen, Assadi, welche Bedeutung die Wahlen überhaupt haben angesichts dieses iranischen Systems, was ja sehr speziell ist, in dem es neben gewählten Institutionen auch nicht gewählte Institutionen gibt, so wie zum Beispiel den Revolutionsführer, der ja auch noch über der Regierung steht, stellt sich für mich ein bisschen die Frage, worüber wird eigentlich abgestimmt? Viele Kandidatinnen wurden ja auch schon disqualifiziert. Also wie ist sozusagen die Sinnhaftigkeit, die Bedeutung dieser Wahlen überhaupt einzuschätzen, wenn wir auch hören, dass sie nicht in dem Sinne frei sind? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also zunächst einmal ist es völlig richtig, dass aufgrund der Vorauswahl allein schon die stattfindet durch den Wächterrat, einem nicht gewählten Gremium, das aus 12 Personen besteht, die allein darüber entscheiden, wer überhaupt antreten darf, wir sowieso nicht von freien oder demokratischen Wahlen sprechen können. Das steht außer Frage. Aber wir sehen auch an der relativ hohen Wahlbeteiligung konstant seit der Revolution, dass für die Bürger im Land sehr wohl es einen Unterschied macht, wer in der Exekutive die Verantwortung übernimmt. Wir haben Wahlbeteiligung teilweise über 70%, teilweise waren die auch schon deutlich niedriger. Aber es macht für Leute vor Ort sehr wohl einen Unterschied, innenpolitisch gesehen, wer dort in der Führungsverantwortung ist. Das heißt nicht, dass die Exekutive in irgendeiner Form maßgeblich wäre im politischen Entscheidungsprozess. Das ist sie nicht. Sie ist weder maßgeblich in der Außenpolitik. Das heißt, durch die Wahlen wird sich außenpolitisch nichts gravierend ändern. Weder die Syrienpolitik noch die Politik gegenüber Saudi-Arabien, Jemen, Irak, Afghanistan und so weiter. Noch in der Innenpolitik, wo wir eine Justiz haben, die unabhängig auch vom Justizministerium operieren kann und die ebenfalls nicht gewählt ist und die ganz klar von traditionellen Konservativen dominiert wird, die ein sehr starkes Mitspracherecht haben. Und selbst in der Legislative haben wir das Problem, dass wir durch den Wächterrat eine separate Institution haben, die jedes Gesetz erstmal selber akzeptieren, sozusagen selber durchwinken muss. Das heißt, als Verantwortlicher der Exekutive sind sie schon mal in einem sehr begrenzten Raum überhaupt aktiv, fähig, tatsächlich Politik zu betreiben in Iran, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Das heißt nicht, dass sie gar keine Rolle spielen in Iran. Sie haben als Präsident durchaus bestimmte Räume, in denen sie aktiv werden können, auch außenpolitisch, in bestimmten Bereichen. Und sie haben Räume vor allen Dingen, weil sie
im Grunde genommen eine Art Mehrheit auch stellen im sogenannten obersten nationalen Sicherheitsrat. Das ist eigentlich das Gremium im Iran, ebenfalls nicht gewählt, das im Grunde genommen für außen- und sicherheitspolitische Fragen ganz vehement und wesentlich verantwortlich ist. Und sie gestalten quasi die Alltagspolitik innerhalb des vorgegebenen Rahmens. Ich würde also sagen, auch gemessen an den Wahlbeteiligungen, es spielt eine Rolle, wer gewählt wird. Es spielt für die Bevölkerung eine Rolle, wer gewählt wird, aber in einem ganz klar abgesteckten Rahmen. Man darf auch nicht vergessen, bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen am gleichen Tag finden Kommunalwahlen in Iran statt. Und die sind nochmal ein besonderer, wenn man so will, Sonderfall, weil hier der Wächterrat eben nicht involviert ist. Der Wächterrat bestimmt nicht die Kandidaten bei den Kommunalwahlen. Und wenn Sie sich alle Sitze angucken, samt Stellvertretern, geht es um bis zu 200.000 Posten iranweit. Das sind nicht wenig Plätze, um die es da geht, wo der Wächterrat formal jedenfalls noch nicht eingreifen kann. Das sind Wahlen, bei denen traditionelle Reformkräfte besser abgeschnitten haben, wo wir fast schon ein Überangebot an Reformkandidaten haben, die sich gegenseitig die Stimmen auf kommunaler Ebene in den Stadt- und Landräten wegnehmen. Aber das sind Wahlen, die auch generell mehr mobilisieren und Leute an die Urne führen, weil sie wissen, dass sie hier etwas direkteren Zugriff haben auf Kandidaten, die sie tatsächlich gerne auch irgendwo reinwählen wollen würden. Die Wahlen finden auch nicht zufällig eben am selben Tag wie die Präsidentschaftswahlen statt. Man will Leute mobilisieren, zu Wahlen zu gehen. Je mehr Leute abstimmen, desto besser für Rouhani, desto besser für das, was man in Iran Reformer nennt, auch wenn das ein bisschen irreführend ist, die Bezeichnung. Denn es bedeutet auch, dass trotz Wahlmanipulation es schwierig wird für diejenigen Kräfte, die eben hier und da versuchen, an den Stimmen und so weiter zu schrauben, sozusagen Manipulation im großen Maße durchzuführen. Das könnte dann ein Problem sein. Das ist eigentlich das, worauf die Rouhani-Regierung auch derzeit setzt. Sie müssen möglichst viele Leute mobilisieren, überhaupt zu den Wahlen zu gehen, um Wahlmanipulation und sozusagen Gegenkräfte möglichst klein zu halten und zu versuchen, quasi sich dann durchzusetzen gegen die anderen Kandidaten. Vielleicht doch noch mal zwei Worte zu den Herausforderern. Ich meine, wir haben ein sehr interessantes Feld insofern, als dass wir 6 Kandidaten haben, von denen 2 im Prinzip absolute Außenseiter sind und 2 es gar nicht auf die Präsidentschaft absehen. Jahangir, der Vizepräsident, will nicht Präsident werden. Der wird die TV-Debatte am Freitag abwarten und Anfang kommender Woche aller Voraussicht nach zurückziehen. Warum kandidiert er dann überhaupt? Da sind wir wieder bei der Bedeutung von Wahlen und wo sie auch einen Einfluss haben können. Es gibt diese Live-TV-Debatten und die gibt es nicht erst seit diesem Mal, die gab es auch schon letztes Mal und vorletztes Mal. Da kommen Dinge auf den Tisch, die sonst im Diskurs nicht ohne weiteres auf den Tisch kommen. Jahangiri hat auch deswegen so gut abgeschnitten in der ersten Debatte, weil er Reformanliegen ganz offen und offensiv angesprochen hat. Er hat den Namen des ehemaligen Reformerkandidaten Khatami aktiv ins Spiel gebracht. Er hat also viele Dinge dort aufs Podest gebracht, zu denen er sonst mit einem solchen Publikum sozusagen oder einer solchen Reichweite gar nicht kommen würde. Live kann man ihn eben nicht sofort wegschneiden. Also auch das ist sozusagen ein positiver Aspekt, wenn man so will, dass man diese Art der Plattform überhaupt während der Wahlen hat. Und wir haben den zweiten Kandidaten, der es nicht auf die Präsidentschaft abgesehen hat, nämlich Raisi. Ob er sich wirklich damit sämtliche Chancen verbaut, wenn er jetzt nicht gewählt wird, es hängt ein bisschen davon ab, erstens, ob er vielleicht doch noch zurückzieht, wenn er sieht, das wird zu blamabel. Das ist ja auch noch eine Option. Und es hängt auch davon ab, wie lange sozusagen der derzeitige Revolutionsführer tatsächlich noch im Amt bleibt. Wenn wir in 4 Jahren immer noch in Khamenei als Revolutionsführer haben und nochmal Wahlen haben, hat Raisi vielleicht nochmal eine Chance sozusagen als Kandidat anzutreten. Aber jedenfalls ist sicher, ihm geht es nicht um die Präsidentschaft, er strebt Höheres an. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ein Rennen zwischen Rouhani, Raisi, der jetzt die Präsidentschaft im Grunde genommen bräuchte als zusätzliche Qualifikation. Er hat überhaupt keine politischen Erfahrungen, hat keine politischen Posten jemals inne gehabt. Er muss sich erst sozusagen bewähren. Und Rali Baaf, wenn wir sozusagen von Überraschungen sprechen, und wir haben häufig Überraschungen erlebt im iranischen Wahlkämpfen, wäre für mich der potenzielle Überraschungskandidat, der von bestimmten Konditionen profitieren könnte. Dann hätten wir das, was wir auch 2005 schon mal hatten, dass wir überraschenderweise plötzlich wieder einen Bürgermeister von Teheran haben, der sich an den anderen Kandidaten vorbeiwählen lässt. Ich würde gerne nochmal bei den Wahlmanipulationen einhaken. Ist für Sie, für dich vorstellbar, dass es ein Szenario wie 2009 bei der Wiederwahl von Ahmadinejad gibt, wo es sehr große Proteste dagegen gab, was ja so ein bisschen ein Szenario ist, was, wenn ich das richtig verstehe, die Führung oder vor allem der Revolutionsführer auf jeden Fall vermeiden möchte, aber... Wenn das so ein Thema ist, Wahlmanipulation und Unzufriedenheit mit einem möglichen Ergebnis, also man, ist das denkbar? Man ist sehr angespannt, das merkt man ja auch. Man hat gesagt, okay, es wird ja 20.000 zusätzliche Spezialeinheiten der Polizei geben, die auf den Straßen sein werden. Es wird 200.000 weitere Polizisten auf den Straßen geben. Man hat vom Messenger-Dienst Telegram, das benutzen fast 20 Millionen Menschen in Iran, hat die Anruffunktion gar nicht erst freigeschaltet. Man versucht also Kommunikation im Vorfeld schon zu kontrollieren. Eigentlich wollte man auch die Live-Debatten canceln und erst nach Protest war man gezwungen, diese Live-Debatten sozusagen im Fernsehen zuzulassen. Man hat unheimliche
Sorge, dass sich das wiederholen könnte. Mit einem Grund, warum man Leute wie Ahmadinejad, Barroi, also die aus so einer extrem rechten, prinzipalistischen Ecke kommen, gar nicht erst zugelassen hat. Ich glaube nicht, dass man versuchen wird, im großen Maße zu manipulieren, wenn es knapp werden sollte, weil Rouhani auch nicht, und Herr Nierumand hat das angesprochen, jetzt so ein katastrophaler Kandidat für den Revolutionsführer wäre. Er kann mit Rouhani leben. Es ist nicht sein Favorit, es ist nicht seine Präferenz, aber für jemanden wie Rouhani als Systemmenschen, mit dem sich sozusagen die Nuklearübereinkunft auch gut weiterführen lässt, der auch das System als solches nicht herausfordert, der eigentlich auch überhaupt keine Reformagenda hat, wenn wir über politische Reform sprechen, sondern eine rein wirtschaftspolitische Reformagenda hat, ist er jetzt nicht der schlechteste Kandidat, der durchkommen könnte. Wenn wir einen anderen Kandidaten hätten, wären, glaube ich, die Chancen größer. Aber ich glaube, man wird alles daran setzen, so ein Szenario wie 2009 zu vermeiden, dass das System relativ nah am Kollaps gebracht hat. Sehen Sie das auch so, Herr Nierumand? Oder glauben Sie, dass es sozusagen Bestrebungen auch gäbe, jemanden wie Raisi oder wen anders auch gegen große Widerstände ja, zum also Präsidenten ich, zu machen? Ich glaube nicht, dass man Wahlfälschung im großen Ausmaß betreibt, aber die ganze Geschichte seit Wochen und seit Monaten ist eigentlich Manipulation, weil wenn man zum Beispiel die Reden des Revolutionsführers Khatami hört, wie er also sich sozusagen auf die Seite der Rechten stellt und der Regierung vorwirft, wirtschaftlich nichts getan zu haben. Er hat gesagt, ja, sie haben ja einiges getan, aber das Volk, das arme Volk ist unzufrieden und ich bin auch unzufrieden, hat er gesagt. Und diese Attacken des Revolutionsführers haben sich sehr gehäuft in den letzten Wochen. Und vielleicht werden wir nachher inhaltlich darauf kommen, worum es überhaupt geht. Und wenn wir das beachten, worum es überhaupt geht, um welche Interessen, um welche Ziele, um welche Weltvorstellungen, dann wissen wir auch, dass es sich bei diesen Wahlen, gerade bei diesen Wahlen, um wichtige historische Angelegenheiten Irans handelt. Deswegen glaube ich, dass man alles versuchen wird, also die Rechte, alles versuchen wird, um eine Wiederwahl Rouhanis zu verhindern. Aber das wird sehr schwer sein, weil die Wähler, die Mehrheit der Wähler wollen Rouhani wieder haben. Also so, das ist meine Einschätzung. Danke. Bevor wir zu den Themen des Wahlkampfs kommen, würde ich gerne Robert Siegfried noch mit in die Debatte holen. Mir ist klar, dass Sie als Diplomat sich jetzt nicht so gut zu sozusagen dem laufenden Wahlkampf direkt äußern können. Daher würde ich Sie gerne fragen, wie Sie die Bilanz von Rouhanis letzten 4 Jahren bewerten und wie sich die bilateralen Beziehungen unter Rouhani zur Bundesrepublik entwickelt haben. Im Sinne von, wie sieht es denn aus, Status quo? Ja, vielen Dank für die Frage und schönen guten Abend. Wir werden uns Also ich werde mich wahrscheinlich als Vertreter des Auswärtigen Amtes jetzt nicht in dem Maße an den Spekulationen und auch an den Einschätzungen beteiligen können. Auf der anderen Seite kann man schon sagen, dass wir mit der letzten Regierung als Bundesregierung natürlich besser zusammengearbeitet haben als mit der vorletzten iranischen. Und dass es eben seit 2015 erhebliche Fortschritte gegeben hat in den Beziehungen. Grund dafür ist natürlich, dass Präsident Rouhani seit 2013 versucht hat, zunächst einmal eine gewisse Öffnungspolitik nach außen zu fahren und dann eben auch erreicht hat, unter großen Risiken, natürlich auch der Westen unter großen Risiken, dass die Nuklearvereinbarung geschlossen werden konnte 2015. Seitdem geht es in den bilateralen Beziehungen vielleicht nicht so voran, wie es manche gehofft haben, aber es gibt Fortschritte bei den wirtschaftlichen Beziehungen. Es gibt sehr viele politische Delegationen, die hin und her gereist sind. Es gibt hochrangige Treffen. Und ich denke, das wollen wir fortsetzen. Wir versuchen in Kontakt mit den Iranern und natürlich auch in Kontakt mit allen anderen Beteiligten, auch den Vereinigten Staaten, die Nuklearvereinbarung weiter zu erhalten. Das ist sehr wichtig für uns. Ich glaube, das ist die Grundlage dieser Fortschritte. Und über die Nuklearvereinbarung hinaus dann eben auch Fortschritte zu erreichen in anderen
Bereichen der Beziehung, da wo es möglich ist. Und wir sehen auch Bereiche, wo wir überhaupt keine Fortschritte erkennen können, wie bei Freiheits- und Bürgerrechten oder eben auch Menschenrechten in Iran. Es sind auch wichtige Bereiche, wo wir versuchen, Akzente zu setzen, aber wo es eben noch nicht vorangegangen ist. Dankeschön. Dann würde ich gerne zu den Themen kommen, wie Sie schon sagten. Worum geht es denn überhaupt im Wahlkampf? Was sind sozusagen die Kontroversen, anhand deren sozusagen die Auseinandersetzung stattfindet? Rouhani steht ja trotz oder gerade wegen dieses erfolgreichen Atomabkommens von 2015 innenpolitisch stark unter Druck. Seine Kritiker werfen ihm vor allem vor, dass die erhoffte wirtschaftliche Dividende, die alle sozusagen gerade von der Aufhebung oder Aussetzung der Sanktionen sich erwartet haben, nicht in dem Maße eingetreten ist oder zumindest nicht in der Geschwindigkeit. Was steckt hinter dieser Kritik und ist sie denn überhaupt berechtigt? Ich weiß nicht, wer da zuerst. Ja, also man muss erst mal feststellen oder beachten, dass die Kandidaten, diese 6 Kandidaten, für bestimmte Bereiche als Vertreter auftreten. Ghalibaf steht mit den Pastoran, mit den Revolutionswächtern in Verbindung. Und diese Revolutionswächter haben in der Zeit, in der es die Sanktionen gab, ungeheuer viel an ökonomischer Macht gewonnen. Und sie haben unbegrenzte Privilegien. Der ganze Schwarzmarkt ist in der Hand der Pastoran. Die gesamten infrastrukturellen Großprojekte ist in der Hand der Pastoran. Sie sind im Ölgeschäft mit drin und so weiter. Sie haben also neben der militärischen Machtzunahme haben sie gigantische Fortschritte gemacht innerhalb der Wirtschaft. Das heißt, sie sind eine Macht innerhalb des Staates. Und als deren Lobbyist ist Ghalibaf da. Raisi vertritt die konservative Geistlichkeit. Und dann die Stiftungen, die ebenfalls in der Islamischen Republik eine sehr wichtige Rolle spielen, auch ökonomisch, nicht nur politisch und kulturell, sondern ökonomisch. Und Mir Salim zum Beispiel ist Vertreter von Bazar, von dem Handel. Und Rouhani und Jahangiri sind Vertreter der Kommunikationsindustrie, der ganzen, also deswegen auch sind sie sehr darauf bedacht, die Verbindungen zu Europa, vor allem zu Europa, möglichst auszubauen. Und die anderen sind dagegen. Also der Hashemi Taba ist eigentlich kein Vertreter bestimmter Gruppen. Er ist auch eigentlich sehr als Nebenmann aufgetreten, hat überhaupt keine Chancen und so weiter. Aber wichtig ist, dass es im Iran jetzt um Kampf, sozusagen ganz grob gesagt, um Kampf zweier Linien geht. Es geht darum, ob das Land sich nach außen und innen öffnet, ob die Beziehungen zu anderen Staaten, sowohl zu den arabischen Staaten, Nachbarstaaten, als auch zu westlichen Staaten normalisiert werden. Es geht um die Öffnung nach innen, um Aufhebung der Einschränkungen, der Aufhebung oder zumindest Reduzierung der Zensur und so weiter. Rouhani hat vorgestern in Hamedan gesagt, ihr habt 38 Jahre lang verhaftet und Erschießungen durchgeführt, 38 Jahre lang, und damit ist es Schluss.
Das heißt, es geht auch um die Art des Regierens. Kann man das Volk einigermaßen mit einbeziehen oder muss man nach wie vor mit großer Gewalt die Macht fortsetzen? Darf ich ganz kurz einhaken, wovor haben denn sozusagen die Konservativen und Hardliner Angst, wenn es zu dieser Öffnung kommt oder sozusagen diese Bestrebung, die Öffnung, die jetzt von der Regierung Rouhani nach dem Atomabkommen ja angestoßen wurde? Man kann ja gar nicht sagen, dass sie tatsächlich schon umgesetzt ist, aber vielleicht graduell angefangen hat. Was befürchten Sie davon, einfach um das besser zu verstehen? Am meisten haben Sie zu befürchten die kulturelle Unterwanderung. Sie haben Angst davor, wenn die Beziehungen normalisiert werden, dann kommen Investoren und mit den Investoren kommt die gesamte westliche Kultur, findet Einzug nach Iran. Und das unterwandert die islamische Kultur, die ganze Ideologie. Und wenn die Ideologie weg ist, wenn die tatsächlich in Frage gestellt wird, dann ist die Legitimation der Islamischen Republik weg. Worauf besteht diese Republik? Worauf legitimiert sich die Islamische Republik? Nur auf diese Ideologie. Diese Ideologie, ein Teil dieser Ideologie ist anti-westlich. Ein Teil dieser Ideologie ist Feindschaft zum Westen und Israel. Das kann man nicht einfach wegnehmen. Wenn man das wegnimmt, dann bleibt kaum etwas übrig. Dann bleibt Märtyrertum und so weiter. Dann bleibt nichts übrig. Das ist die Angst, die haben vor dieser kulturellen Unterwanderung. Sie nennen es samtene Revolution und samtene Regimewechsel und warnen jeden Tag. Jeden Tag kann man hören, irgendjemand warnt davor. Warnt vor dieser kulturellen Unterwanderung. Das ist die Angst. Und zweitens ist die wirtschaftliche Konkurrenz da. Wenn tatsächlich Investoren kommen, wenn tatsächlich Waren aus dem Ausland normal ins Land kommen und so weiter, dann ist die ganze Schmuggelwirtschaft weg. Dann können die Pastoren nicht mehr so solche Geschäfte machen, wie sie bisher gemacht haben. Es sind Milliarden Verluste für sie und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass Khamenei zum Beispiel den Atomkonflikt lösen wollte und dafür ist Rouhani gewählt worden. Rouhani hat den Atomkonflikt gelöst, obwohl das Abkommen immer noch auf wackeligen Füßen steht, weil die Amerikaner jetzt querschießen. Aber auf jeden Fall, was anders, alle anderen Ziele, die die Regierung Rouhani vorhatte, das heißt Öffnung nach innen, nach außen, das ist kaum gelungen aufgrund des Widerstands der anderen Seite. Darf ich genau auch nochmal an dich die Frage geben, was sozusagen hinter dieser, gerade auch der wirtschaftlichen Kritik steckt? Ist das überhaupt berechtigt, dass Rouhani so wenig geliefert hat, wie sozusagen ihm vorgeworfen wird? Und auch was steckt hinter dieser Kritik am Atomabkommen von iranischer Seite, wo man ja manchmal das Gefühl hat, was wollt ihr denn? Also um es mal flapsig zu sagen. Also das schlägt im Prinzip auch den Bogen zum wichtigsten Wahlkampfthema. Das wichtigste Wahlkampfthema ist Schaffung von Arbeitsplätzen. Ja, also wirtschaftliche Bedingungen, wie verbessere ich meine eigenen wirtschaftlichen Bedingungen, ist die Nummer eins Priorität unter der iranischen Bevölkerung im Moment und ist es auch schon vorher gewesen. Also Fragen wie außenpolitische Themen spielen so gut wie keine Rolle. Sie können mit Außenpolitik in Iran im Prinzip auch keinen wirklichen Wahlkampf machen. Es geht um Verbesserung der wirtschaftspolitischen Lage. Das ist das, worauf sich die sozusagen großen Herausforderer jetzt alle einschießen. Sie übertreffen sich damit, wie viele Arbeitsplätze sie schaffen können. Raisi fängt an mit 1,5 Millionen pro Jahr. Ghalibaf sagt 5 Millionen, vielleicht 6 Millionen. Sie wissen, dass sie damit quasi Rouhani packen können. Ein Problem, was Rouhani im Prinzip hat, ist, dass er alle seine Eier in ein Nest gesetzt hat.
Für ihn fällt seine politische Zukunft mit der, steht und fällt sie mit der nuklearen Übereinkunft. Wenn das Ding scheitert, scheitert auch sein pragmatistisches Projekt im Grunde genommen, was er hier aufgebaut hat. Es hängt alles daran. Und was man ihm eben vorwerfen kann, ist, dass er, und das hat er tatsächlich, sehr hohe Erwartungen auch geschürt hat am Anfang. Er brauchte das auch am Anfang vielleicht ein Stück weit als Strategie, um sozusagen Zuspruch zu kriegen 2013, um gewählt zu werden, um überhaupt die Übereinkunft durchbringen zu können. Das ist ja ein Langzeitprojekt von ihm. Im Grunde genommen seit 2003 schon. Er hat sehr hohe Erwartungen geschürt und es gibt sehr viele Fortschritte im wirtschaftlichen Bereich. Die Inflationsrate ist jetzt im einstelligen Bereich. Es gibt erstmals wieder Wirtschaftswachstum. Es gibt sozusagen Kennzahlen, die darauf deuten, dass es gewisse wirtschaftliche Verbesserungen gibt. Aber erstens brauchen sie massiv Zeit. Zweitens stehen sie hinter den Erwartungen, die er selber geschürt hat. Und drittens ist es tatsächlich so, dass die Übereinkunft, diese nukleare Übereinkunft, noch nicht dazu geführt hat, dass Iran seinerseits im Grunde genommen die Früchte, die es gemeint hat, geerntet zu haben mit der Übereinkunft, tatsächlich ernten konnte. Und das hat was mit dem Wiederanschluss an das internationale Banken- und Finanzsystem zu tun, es hat was mit US-Sanktionen zu tun, es hat auch was mit der Intransparenz des eigenen iranischen Banken- und Finanzwesens zu tun. Da gibt es mehrere sehr komplexe Problemfelder, aber das ist der Bereich, an den man ihn packen kann. Und was wir im Wahlkampf gehört haben von allen 6 Kandidaten, ist, alle stehen zur Übereinkunft, ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Und das ist auch nicht ohne Grund. Ich habe es vorher angedeutet, die Exekutive ist nicht maßgeblich, was die Übereinkunft anbelangt. Die Entscheidung für diese nukleare Übereinkunft ist eine, die mit der Exekutive, mit dem Revolutionsführer, mit dem Sicherheitsapparat und allen wesentlichen Herrschaftszentren gemeinschaftlich gefällt worden ist, wobei der Revolutionsführer das letzte Wort hatte. Das heißt, auch ein neuer Präsident kann jetzt nicht einfach kommen und das sozusagen rückgängig machen, wenn der Präsident der Einzige ist, dass das sozusagen möchte. Das liegt nicht in seinem Befähigungsradius und das will auch keiner. Worin richtet sich dann die Kritik? Weil sie alle die Übereinkunft kritisieren. Die Kritik richtet sich eigentlich an Rouhani, zu sagen, das ist das, was Raisi gesagt hat. Er hat den Scheck nicht eingelöst. Er war nicht in der Lage, den Scheck, den wir eigentlich kriegen sollten, einzulösen, weil er eine schwache Regierung stellt. Er hat uns nach außen hin in eine schwache Position gebracht, weil er behauptet hat, die Sanktionen hätten gewirkt. Sonst würden wir nicht so massiv Richtung Sanktionsaufhebung gehen. Das heißt, er hat gezeigt, dass wir anfällig sind für Sanktionen. Das heißt, dass wir in Zukunft wieder unter Druck gesetzt werden können von einer US-amerikanischen Administration, wie wir sie jetzt unter Donald Trump haben. Das war ein Problem. Die zweite massive Kritik, die auch von Rolly Bohr und anderen formuliert worden ist, auch vom Revolutionsführer, zu sagen, wieso sprecht ihr davon, dass ihr durch die Übereinkunft den Schatten des Krieges quasi von uns genommen habt? Dass ihr also die Gefahr einer militärischen Eskalation ferngehalten hättet? Das war nicht euer Verdienst. Das war die Bevölkerung, das sind die Sicherheitskräfte, das sind die, die die Opfer bringen in Syrien und so weiter. Wieso behauptet ihr, ihr hättet das getan? Wieder eine sozusagen Demonstration von Schwäche. Das heißt, dort, wo es konkret wird, was wollen die eigentlich machen mit der Übereinkunft und wo ist das sozusagen konkrete Problem, geht es schon gar nicht mehr um die Details. Es geht schon längst nicht mehr um Arak, was vorher noch ein Thema war, also um die sozusagen technischen Details oder ob es eine Übereinkunft geben sollte oder nicht, sondern darum, wie die Regierung quasi diese Übereinkunft genutzt hat, dass sie nicht wirtschaftlich tatsächlich etwas bewirkt hat, das in dem Portemonnaie der Bevölkerung spürbar ist. Dazu gibt es auch Umfragen vom Dezember 2016, seriöse Umfragen aus dem Ausland, die zeigen, dass 80% der Iraner der Auffassung sind, dass sich durch die Nuklearübereinkunft ihre Lebensverhältnisse kein Stück verbessert haben. 80%. Man kann jetzt optimistisch sagen, über die Hälfte glaubt, es könnte sich noch etwas daran ändern. Aber das ist ein Potenzial bei potenziell im Moment auch noch 25% Nichtwählern, dass eben sozusagen die kritischen Kräfte abschöpfen wollen und abschöpfen können, indem sie auf diese Wirtschaftsfragen eben gehen. Teil dessen, dass sozusagen das... dass der Scheck nicht eingelöst werden konnte, sind ja auch sozusagen die Unsicherheit über weiter bestehende US-Sanktionen, gerade wenn es sozusagen um Finanztransaktionen geht, wo viele Banken sozusagen sehr vorsichtig sind, Geschäfte abzusichern international, weil nicht ganz klar ist, inwiefern es sozusagen möglicherweise aus den USA dafür sozusagen Strafzahlungen, Strafforderungen gibt. Ich würde Sie gerne nochmal fragen, inwiefern denn die deutsche Seite sich da auch gegenüber den USA stärker dafür einsetzt, dass dann im Endeffekt auch die Iraner einen Benefit haben von dem Atomabkommen, weil das ist ja so ein bisschen sozusagen die andere Seite der Medaille, sozusagen, wenn wir das Atomabkommen weiter wollen, muss es sozusagen im Iran weiter Zustimmung erhalten, was es offenbar vor allem kriegt, wenn es eine ökonomische Dividende gibt. Deshalb einfach nur mal aus Interesse, inwieweit setzt sich sozusagen die Bundesregierung, die EU dafür ein, dass sozusagen auch die USA zu diesem Deal stehen und sagen, es ermöglichen, dass es mehr wirtschaftliche Kooperationen gibt, die dann auch dem Iran sagen, Profit bringen. Ja, man muss vielleicht anfangs sagen, der Westen
Auch die USA haben alle ihre Verpflichtungen, was Sanktionslockerungen angeht, eingehalten. Nach der Nuklearvereinbarung. Und übrigens auch Iran, was seine nuklearen Verpflichtungen angeht. Das ist in den letzten Wochen nochmal bekräftigt worden. Und was die Schwierigkeiten im Finanz- und Bankbereich angeht, so betrifft das hauptsächlich multilateral ja, über regional agierende Banken, die gewisse Risiken nicht eingehen wollen, vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt. Und das sind Entscheidungen, die diese Banken und ja, die Unternehmen, die Finanzierung anstreben, eben auch selber treffen müssen. Und das hängt natürlich auch mit der politischen Großwetterlage am Ende zusammen. Und die ist sicherlich in den letzten Monaten nicht unbedingt günstiger geworden. Die Bundesregierung hat sich seit Abschluss der Nuklearvereinbarung sehr intensiv dafür eingesetzt, dass bestimmte Erklärungen, Guidance nennt man das, abgegeben worden. Das ist seitens der Europäischen Union geschehen, das ist auch seitens der Vereinigten Staaten geschehen und da hat es im letzten Jahr sehr wichtige Klarstellungen gegeben. Und nun müssen wir schauen, ja, wie sich die politische Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten gestaltet. Ich glaube, wenn es bestimmte Entscheidungen gibt, an der Nuklearvereinbarung festzuhalten, und zwar von allen Seiten, dann wird diese Realität dann wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre ja, angenommen werden. Und dann muss man schauen, wie die Unternehmen und die Banken reagieren. Es ist ja nicht so, dass keine Bank Finanzierung bereitstellt für Geschäfte in Iran, sondern es geht über ein bestimmtes Volumen eben nicht hinaus. Das ist ja in den letzten Monaten das Problem gewesen. Was man aber auch noch sagen muss, ist, dass es in Iran noch massive Probleme gibt. Also der hat es angesprochen, ja, was, und auch Bauke, was vor allen Dingen Transparenz angeht, was bestimmte Standards, internationale Standards im, im Finanzbereich angeht, wie Basel III oder auch die sogenannte FATF. Das ist eine Taskforce, die sich mit Terrorismusfinanzierung beschäftigt. Und wenn Iran intern diese Standards nicht annimmt, dann werden eben bestimmte Finanzierungen nicht getätigt werden können. Und wenn in Unternehmen und Banken in Iran, also die Partner, die auch zur Verfügung stehen müssen, bestimmte Standards nicht einhalten, bestimmte Transparenzstandards, zum Beispiel wer hat da welche Anteile oder sind die versteckt oder will man das nicht preisgeben, dann werden auch eben auch an diese Unternehmen keine Investitionen gehen oder ja, wird man dort sich nicht engagieren. Also es sind komplexe Probleme, Iran muss seinen Teil tun und ja, auf der anderen Seite müssen dann eben die ökonomischen Entscheidungen getroffen werden. Das ist schwer zu beeinflussen. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal einmal die Frage stellen nach der Rolle politische Freiheiten und Rechte, ob das im Wahlkampf... Klar. Also ich habe... vor zwei Jahren etwa hat Khamenei einmal gesagt, habt nicht so viel Vertrauen in diese, also gerichtet an die Regierung, habt nicht so viel Vertrauen, traut den Amerikanern nicht, traut den Europäern nicht, denn wenn, selbst wenn wir das, den Atomkonflikt beigelegt haben, werden sie morgen kommen mit anderen Sachen. Kommen, werden kommen mit Terrorismus, mit Menschenrechten und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass erstens zwischen der europäischen und amerikanischen Politik, Iran-Politik, große Unterschiede sind. Zumindest in der Zielsetzung. Nicht in der praktischen Politik, auch da, aber es gibt große Unterschiede. Der Druck aus den Vereinigten Staaten auf Iran wegen Menschenrechte vollständig berechtigt, würde ich sagen, aber das kommt leider zu spät, das hätte man früher schon anfangen müssen. Der Druck wegen Menschenrechte und Rolle Irans in der Region als größte, wie die Amerikaner jetzt nennen, größte Unterstützer des Terrorismus und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass man aus Washington alle Versuche unternimmt, gerade im Vorfeld des, der Wahlen, dass Rouhani überhaupt nicht gewählt wird. Das habe ich, also das ist mein Verdacht. Warum üben Sie gerade jetzt
so einen starken Druck aus Iran aus. Iran unterstützt seit Jahren den Terrorismus. Iran verletzt seit Jahren eklatant die Menschenrechte. Jetzt plötzlich wollen sie auch, sprechen sie von zusätzlichen Sanktionen und so weiter. Und das Raketenprogramm und all das. Gerade in dieser Atmosphäre der Wahlen, das ist eine direkte Einmischung zugunsten der Rechten im Iran. Und da frage ich mich, warum die überhaupt das Abkommen geschlossen haben. Denn wenn Rouhani tatsächlich scheitert, und zwar in der Wirtschaft scheitert, und ein wichtiger Grund für das Scheitern sind diese noch bestehenden Sanktionen. Wenn diese Sanktionen nicht wären, dann hätte man viel schneller Investoren ins Land bekommen, hätte man die eingefrorenen Guthaben Irans schneller rausbekommen und so weiter und so fort. Da wäre eine ganz andere Situation. Und das wurde die Politik durch die Politik der USA verhindert. Das ist, und das gerade im Vorfeld des Wahlkampfes. Ich frage mich, warum? Das ist aber nicht erst seit Trump. Bitte? Nein, das ist nicht erst seit Trump, sondern auch schon im letzten Jahr mit Obama. War das der Fall. Herr Niromand, ich glaube, jetzt gibt es Bedarf. Einmal, Assad, wie siehst du das und spielt das überhaupt noch, also wer spielt diese Kritik aus den USA eine Rolle im Wahlkampf im Iran? Und die Amerikaner spielen definitiv eine potenzielle Rolle und man kann auch sagen, dass sozusagen die Wahl Donald Trumps katastrophal war als Ergebnis für Rouhani. Also in Iran ist die derzeitige Regierung der größte Verlierer der Trump-Wahlen. Weil, wie gesagt, auch das ganze Projekt von Rouhani mit der Nuklearübereinkunft steht und fällt und Trump und die ganze Administration massiver Kritiker sozusagen dieser Übereinkunft sind. Wo ich vielleicht nochmal eine andere Perspektive reinbringen würde. Zunächst einmal, die Amerikaner wollten die Nuklearübereinkunft nicht. Die Obama-Administration wollte die Nuklearübereinkunft. Der Kongress stand der Übereinkunft von Anfang an sehr skeptisch gegenüber, der von den Republikanern dominierte Kongress. Und der hat jetzt durch eine republikanische Exekutive die Möglichkeit, sich quasi dort zu entfalten. Obama hat mit Executive Orders bestimmte Dinge durchgebracht. Mit Waivers hat er bestimmte Sanktionen aufgehoben. Das sind präsidentielle Erlasse, die er selber sozusagen innerhalb dieses präsidentiellen Systems überhaupt durchsetzen könnte. Das heißt, es war jetzt keine Entscheidung sozusagen, es gab keinen politischen Konsens in den USA darüber, dass man sozusagen die Übereinkunft zu befürwortet hätte. Nun konnte man in Iran vielleicht nicht damit rechnen, dass jemand wie Trump kommt, aber man konnte sehr wohl damit rechnen, dass vielleicht auch jemand wie Hillary Clinton gewählt wird, die ja auch nicht gerade sozusagen die größte Sympathisantin Irans ist und auch da hätten wir schon Probleme sozusagen mit dem Kongress bekommen. Was ich eher sehe in letzter Zeit ist, unabhängig davon, dass wir jetzt einen Kongress haben, der ganz klar sozusagen sich auf die Fahnen geschrieben hat, die nukleare Übereinkunft soll nicht mehr sozusagen regionale Themen, die wir mit Iran viel wichtiger sehen, überschatten, sondern die Übereinkunft soll dem jetzt untergeordnet werden, den regionalen Fragen. Da geht es auch nicht um Menschenrechtsfragen, da geht es um Irans regionale Aktivitäten. Ja, von Syrien über Jemen, Irak und so weiter. Das ist das, was ihnen ein Dorn im Auge ist. Und dass wir hier aber, und das könnte man wiederum vielleicht als positives Signal sehen, eher eine Art Zurückhaltung erlebt haben in den letzten Wochen. Denn es gab diese Initiative im Kongress mit der Corker Menendez Bill zum Beispiel, eine neue Sanktionsgesetzgebung, die im amerikanischen Kongress und im Senat sozusagen propagiert worden ist, die unter anderem darüber nachdenkt, inwieweit man die Revolutionsgarden in Iran als Terrororganisation oder als terrorunterstützende Organisation zum Beispiel definiert, was ganz massive politische Folgen hätte. Diese Gesetzgebung jetzt zurückgestellt hat. Man könnte sie auch jetzt schon sozusagen debattieren und reinbringen, sondern man hat offensichtlich auch in einem Art Review-Verfahren für sich festgestellt, man würde ganz vehement damit in den Wahlkampf eingreifen. Und ich glaube, und das kann man vielleicht als kleines positives Zeichen sehen, man hat verstanden, dass man mit dieser sozusagen Aktivität, wenn man sie jetzt nicht zurückstellt, sehr wohl die Chancen für Hardliner erhöht und das nicht, sofern man es zumindest zu diesem Zeitpunkt verhindern kann, das nicht möchte. Das heißt nicht, dass nach der Wahl, und deswegen wird es für Rouhani, selbst wenn er wieder gewählt wird, geht eigentlich der Spaß erst richtig für ihn los, dass es nicht eine massive Gegenreaktion vom Kongress geben wird, vom Senat geben wird, von der US-Administration geben wird. Die Nuklearvereinbarung ist ja noch im Review-Prozess im Moment, ist ja noch ein gewisses Chaos auch in der US-Administration, auch im State Department beispielsweise. Das kommt noch alles auf uns zu. Aber mein Eindruck ist, dass man jetzt bestimmte Sachen ein Stück weit zurückgestellt hat, ganz bewusst. Das kann man als positives Zeichen nehmen, dass sie verstanden haben, dass sie, wenn sie jetzt gegen den Willen der Europäer gehen, und da glaube ich, sind auch die Europäer sehr aktiv gewesen, was sozusagen diese Art des
Awareness-Raising sozusagen anbelangt, dass man besser dran ist, das jetzt kurzzeitig zurückzustellen. Trump wird wahrscheinlich den Waiver, der ja auch am 19. Mai, wo die Wahlen stattfinden, dann ausläuft, vermutlich etwas unter der Hand leise unterschreiben, weiterführen, das heißt die Sanktionsaufhebung erstmal oder Aussetzung erstmal weiterführen. Und dann wird im Sommer eigentlich sozusagen die ganze Rolle und Welle an Problematiken, die noch auf den, wer auch immer Präsident wird, den Iran zukommen, wird dann anrollen. Dankeschön. Jetzt nochmal. Ja, Asadi, du hast schon einiges angeschnitten. Also ich will gerne nochmal betonen, dass keine Sanktionen mehr existieren, die von denen die USA zugesagt haben, dass sie sie unter dem JCPOA, also der Nuklearvereinbarung, aufheben werden. Sind durch Waiver aufgehoben worden, in Teilen, aber die existieren nicht mehr. Die Zögern der Banken, das hat andere Gründe. Ja, das bezieht sich auch auf die anderen existierenden Sanktionen im amerikanischen System, die eben ganz noch viel weiter zurückreichen. Sogenannte Primärsanktionen und klar, die Bundesregierung hat sich dafür eingesetzt und setzt sich dafür ein, dass alle Teilnehmer den JCPOA weiterhin einhalten. Und es gab, glaube ich, in den letzten Wochen sehr gemischte Signale. Man musste unterscheiden zwischen der Rhetorik und den tatsächlichen, den politischen Entscheidungen oder Signalen, die getroffen wurden. Immerhin hat das State Department in einem recht gemischten Statement, aber es hat bestätigt gegenüber dem Kongress, dass Iran seine Verpflichtung einhält. Und das muss das State Department nach meinem Verständnis alle 3 Monate machen. Und auch die G7, und Sie alle wissen, wer in den G7 Mitglied ist, G7-Außenminister haben in Lucca ein durchaus positives Statement zur Nuklearvereinbarung abgegeben. Das heißt, wir sehen diese Rhetorik, die es gibt, aber wir haben auch noch Hoffnung. Dankeschön. Damit möchte ich nochmal kurz zurück in den Iran und nochmal auf meine Frage nach den politischen Freiheiten und Rechten kommen, inwiefern das überhaupt ein Thema im Wahlkampf ist. Rouhani ist ja vor 4 Jahren angetreten und hat damals sozusagen angekündigt, dass er sozusagen stärker für Bürgerrechte und auch Frauenrechte einsetzen will. Da hat er, zumindest nach meiner Bewertung, nicht geliefert oder nicht liefern können. Ist das erneut ein Thema, zum Beispiel bei den TV-Debatten oder anderswo oder nicht? Wer möchte? Also das ist jetzt zum Thema geworden in der letzten TV-Debatte, wo Rouhani sagt, ihr könnt nicht ständig der Jugend Schranken vorsetzen, ihr müsst der Jugend Freiheit geben. Es muss Gleichberechtigung geben, sagt er. Und Frauen, wir müssen viel mehr Frauen engagieren und so weiter und so fort. Aber von alledem ist, auch das hat er auch im Vergangenen, vor 4 Jahren angekündigt, vieles ist, von alledem ist nichts oder sehr wenig tatsächlich umgesetzt worden. Der Grund ist, dass der Präsident, selbst wenn er wollte, nicht die Macht dazu hat, so etwas durchzusetzen. Ihm gegenüber steht die Justiz, dann der Wächterrat, dann die ganzen Geheimdienste, dann die Ordnungskräfte und so weiter. Die alle sind doch in der Hand der Konservativen und der Erzkonservativen. Sobald, also zum Beispiel sagen wir, mit diesen sozialen Netzwerken, die alle gefiltert werden. Das ist nicht auf Anweisung der Regierung geschehen, sondern Anweisung der Justiz oder der Pastoran oder wem auch immer. Das heißt, dadurch, dass die Regierung wenig Macht hat und ihm gegenüber mächtige Instanzen stehen, sind solche Versprechen kaum umzusetzen, es sei denn, die anderen machen mit. Und das kann man sich nicht vorstellen. Also allerdings muss man sagen, es gibt eine andere Atmosphäre im Iran. Im Vergleich zu der Zeit von Ahmadinejad hat sich die Atmosphäre geändert. Das heißt, die Leute haben vielleicht mehr Hoffnung. Überhaupt, es hat sich schon einiges gelockert, auch in der Presse und so weiter, aber bei weitem nicht so weit, dass es tatsächlich
Das wäre, was Rouhani versprochen hatte. Willst du da noch was zufügen? Ja, ich würde noch ergänzen, die Atmosphäre hat sich geändert gegenüber sozusagen der Ahmadinejad-Zeit, deswegen auch wiederum mein Plädoyer, ich denke, es macht einen Unterschied, wer in der Exekutive ist. In bestimmten Bereichen spürt man Unterschiede. Aber ich denke, was politische Freiheiten, Gleichberechtigung, Rechte von Minderheiten, Rechte von Frauen anbelangt, Gesundheit, sind wir nicht nur nicht sehr viel weitergekommen, sondern ich würde sagen, dass teilweise auch das, was wir mal als Reformdiskurs hatten der 90er Jahre, eher noch massiv zurückgegangen ist. Und es gibt auch Gründe dafür. Das, was wir ursprünglich in den 90er Jahren als Reformprojekt mal hatten, die ja wirklich bestimmte zumindest diskursive Anreize auch geben wollten hin zu einer religiösen Volksherrschaft, ja, wie sie sich vorgestellt haben, dass diese Reformkräfte im Grunde genommen ihre Ambition, nachdem sie stark marginalisiert worden sind nach den Protesten von 2009, hinten angestellt haben zugunsten eines pragmatistischen Projektes in Iran. Das heißt, sie haben sich hinter jemanden wie Rouhani gestellt, der eben kein klassischer Reformer ist. Das haben sie 2013 gemacht und das als ersten Schritt verkündet. Das ist der erste Schritt sozusagen, um wieder im politischen Geschehen quasi mitspielen zu können. Und sie haben ihren Reformkandidaten zurückgezogen unter der Prämisse, dass Rouhani sich ihrer Anliegen annimmt. Zum Beispiel den Hausarrest für einige der sozusagen Anführer, wenn man so will, der politischen Proteste von 2009 einzusetzen, sich für politische Gefangene einzusetzen, eine Bürgerrechtscharta zu erarbeiten, also überhaupt die Frage der Bürgerrechte wieder aufzusetzen. Aber das hat er ja alles eigentlich nicht. So, was hat er gemacht? Erstens, die Hausarreste sind keineswegs ausgesetzt, bis heute nicht, und das steht auch überhaupt nicht zur Debatte. Er hat am Anfang einen Vorschlag gemacht für die Bürgerrechtscharta und hat sie jetzt 6 Monate vor den Wahlen plötzlich dann nochmal veröffentlicht. Die Bürgerrechtscharta hat im Grunde genommen nichts Neues gebracht. Das ist eine Art Constitution Digest, wenn man so will. Das sind bestimmte Artikel der Verfassung, die da drin stehen. Und da steht nichts darüber, sozusagen, wie er sie durchsetzen will. Da steht auch nichts darüber, dass sozusagen bestimmte Einschränkungen irgendwie aufgehoben werden worden würden in irgendeiner Form. Das heißt, die Bürgerrechtscharta hat im Prinzip nicht viel bewirkt. So politische Freiheiten, wenn wir uns die angucken, was sozusagen Frauenrechte anbelangt, was kulturelle Rechte anbelangt, was die Menschenrechtssituation anbelangt, hat sich nicht viel geändert. Wir haben unter Rouhani die Höchstrate an Hinrichtungen seit Ende der 80er Jahre. 2015 sind fast 1000 Menschen in Iran hingerichtet worden. Im letzten Jahr immer noch mehr als 500. Und da ist völlig richtig, was Herr Niemann sagt. Er hat in bestimmten Bereichen nicht die Möglichkeiten, aber, und das würde ich ergänzen, es ist nicht Teil seiner Agenda. Das hat bei ihm nicht die Priorität. Rouhani, wenn wir von Öffnungspolitik bei Rouhani sprechen, dann meinen wir wirtschaftspolitische Öffnung. Wir meinen nicht politische Liberalisierung. Ich glaube, das muss man doch ganz stark unterscheiden. Und es gibt auch bei wirtschaftspolitischer Liberalisierung bestimmte Nebeneffekte, die sich auf, wenn man so will, demokratisch-republikanische Prozesse niederschlagen können. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, das vielleicht ein bisschen besser zu verdeutlichen. Rouhani hat eine Gesetzesinitiative ins Parlament eingebracht, der es darum geht, dass nun auch religiöse Stiftungen und die Postadon, die Revolutionsgarden, wir haben es ja vorhin gehört, die sind steuerbefreit, Steuern zahlen sollen in Zukunft. Was heißt denn das anderes, als dass diese Unternehmen plötzlich ihre Bücher offenlegen müssten? Denn wie sollen sie sonst bestimmen, wie viel Steuern die eigentlich zahlen sollen? Sie müssten also Transparenz schaffen. Sie haben hier also ein Beispiel für ein wirtschaftliches, wenn man so will, Liberalisierungsmoment, das gleichzeitig einen gewissen politischen Spillover-Effekt hat auf andere Bereiche. Das sind die Bereiche, die Knackpunkte, wo es schwierig werden wird die nächsten 4 Jahre. Das wollen die religiösen Stiftungen nicht, das wollen die Revolutionsgarden nicht. Und sie haben dank einer Trump-Administration sehr viel mehr Möglichkeiten, die derzeitige Regierung in Geiselhaft zu nehmen. Was können die Revolutionsgarden zum Beispiel machen, wenn sie Druck auf die Regierung ausüben wollen? Ziemlich einfach. Sie können den Zugang zu Militäranlagen und den Zugang zu Nuklearanlagen versperren. Sie sind nämlich für den Schutz und die Sicherung dieser Anlagen zuständig. Sie würden damit sofort eine diplomatische Krise auslösen, denn Iran würde sich nicht an die Vereinbarung halten, an die Nuklearvereinbarung, wenn sie also den Inspekteuren der Internationalen Atomenergieorganisation beispielsweise den Zugriff verwehren. Das würde für sich genommen vielleicht noch keinen riesigen diplomatischen Eklat auslösen, aber das würde sofort einen diplomatischen Prozess in Gang setzen, der die Exekutive unter Druck setzt und Probleme verursacht. Das heißt, nur noch mal zur Verdeutlichung, was für Herausforderungen dem bevorstehen. Selbst wenn er jetzt gewählt wird, selbst wenn alles gut läuft, selbst wenn er eine klare Mehrheit hat, er hat ein wirtschaftspolitisches Programm. Da erwarte ich mir überhaupt keine politische Liberalisierung in den nächsten Jahren. Von den Reformern kommt so gut wie nichts. Die haben sich erstmal damit abgefunden, ihn dort reinzusetzen, in der Hoffnung, vielleicht in 4 Jahren, 8 Jahren wieder selber eine größere Rolle zu spielen. Er hat genügend Widerstand. Schon politisch gesehen, Widerstand wirtschaftspolitisch gesehen, weil es genügend Unternehmen gibt, deren unmittelbare Interessen durch sein Wirtschaftsprogramm berührt sind. Er hat eine Trump-Administration, die ihm im Rücken sitzt, mit einem Kongress, der ihm feindlich gegenübersteht. Und er hat im Grunde genommen zuletzt gesehen, einfach schlichtweg nicht genügend politisches Kapital, um es in Freiheitsrechte und ähnliche Dinge einzusetzen. Deshalb erwarte ich an der Front auch nichts. Dankeschön.
Bevor Sie gleich dran sind mit Fragen und Kommentaren, würde ich gerne noch eine letzte Runde hier auf dem Podium machen und einen Blick auf die potenziellen Auswirkungen der Wahl werfen. Natürlich wissen wir noch nicht, wie die Wahl ausgeht. Insofern ist es natürlich in Teil weit Spekulation. Aber klar ist, dass der Ausgang dieser Wahl potenziell weitreichende Konsequenzen hat für Iran, aber potenziell auch für Europa und die Region. Ein Hardliner wie Raisi oder Khalibaf könnten vielleicht das Atomabkommen offenbar nicht kündigen, deiner Einschätzung nach, aber vielleicht Veränderungen vornehmen. Sie würden wahrscheinlich den Öffnungskurs in Frage stellen. Insofern die Frage an alle drei: Was wären die potenziellen Folgen einer Abwahl Rouhanis für die iranische Innen- und Wirtschaftspolitik, für das Atomabkommen und natürlich auch für die Beziehungen zu Deutschland und Europa? Würde mich genau über Einschätzungen freuen, wissend, dass wir natürlich nicht keine Kristallkugel haben. Ja, ich würde sagen, wenn selbst wenn Raisi die Wahl gewinnen würde oder Khalibaf, das Atomabkommen würden sie nicht antasten. Also das ist meine Einschätzung, weil das Atomabkommen war mit Zustimmung des Revolutionsführers zustande gekommen. Und die waren ja auch alle dafür, dass das Abkommen erfolgreich abgeschlossen wird. Aber die Folgen davon, das heißt die Öffnung, wie Sie gesagt haben, nach außen und innen, das wird völlig anders werden. Wir werden eine andere Art Fortsetzung von Ahmadinejad haben. Die Zeit, die 8 Jahre Ahmadinejad. Man sieht das ja auch an Anzeichen, die also jetzt gegen Rouhani unternommen werden und so weiter. Er hat das selbst gesagt, also wie könnt ihr auf der Rakete schreiben, Israel muss aus dem Erdboden verschwinden, hat Rouhani denen vorgeworfen. Er hat gesagt, ihr wollt total alles torpedieren und deswegen macht ihr das. Ihr wollt unsere Beziehungen zum Ausland stören, ihr wollt das Abkommen stören und so weiter. Ihr wollt einen anderen Weg gehen, ihr wollt zurück in die Geschichte, wir wollen nach vorne. Und ich denke nicht, dass das Abkommen angetastet wird, aber ein völlig anderer Kurs. Iran würde sich auch mehr auf den Nahen und Mittleren Osten konzentrieren, sehr viel näher an Russland gehen und auch an China. Diese Beziehungen zum Westen würden in eine Sackgasse geraten, denke ich. Weil auch für den Westen schwer wäre, mit einem, der so eine Biografie hat, überhaupt zu verhandeln, wie mit Raisi. Für mich klingt ein bisschen schizophren, dass einerseits die Hardliner kritisieren an Rouhani, dass er sozusagen keine wirtschaftliche Dividende erwirtschaftet hat, die man sich ja vor allem über die Kooperation mit dem Westen oder ausländischen Unternehmen versprochen hat, und andererseits vermutlich genau diese Kooperationen beschneiden würden, aber beim Atomabkommen bleiben. Das hieße ja eigentlich, man nimmt die sozusagen die in Kauf sozusagen die Einschränkung für das Atomabprogramm, aber verzichtet auf den Scheck. Entschuldigung. Ihr Konzept ist, wie Khamenei das genannt hat, Widerstandswirtschaft. Widerstandswirtschaft heißt unabhängig vom Ausland. Das Land muss autonom bleiben und nicht in Abhängigkeit geraten vom Ausland. Und man wirft Rouhani vor, dass er die Widerstandswirtschaft nicht gestärkt hat. Und er hat viel zu sehr, sagen Sie, auf das Ausland gesetzt. Das ist das, was man ihm vorwirft. Okay, danke. Naja, vielleicht, was die wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa angeht, das wird sicherlich schwieriger. Das hat viel mit Psychologie zu tun. Wir nehmen es mit Freuden hin, dass alle 6 Kandidaten den JCPOA bewahren wollen. Aber man hat ja gesehen in den letzten Monaten, was Finanzierung angeht. Das hängt nicht technisch mit dem JCPOA zusammen, sondern das hat sehr viel mit Wirtschaftspsychologie zu tun. Und allerdings muss man auch sagen, dass vor allem in Deutschland
mit allen iranischen Regierungen der letzten Jahrzehnte zusammengearbeitet hat und das vor allen Dingen auch, Sie sprachen die Verhandlungen an, Herr Niromand, die Nuklearverhandlungen natürlich auch in der Zeit unter Ahmadinejad geführt worden sind. Ohne großen Erfolg damals, aber es gab Verhandlungen. Was sind deine sozusagen Perspektiven für ein mögliches Szenario ohne Rouhani? Also erstmal, was wir jetzt dieser Tage wieder vermehrt hören, ist der Begriff revolutionär. Rouhani ist nicht revolutionär genug. Wir brauchen jetzt wieder einen revolutionären Kandidaten, der revolutionäre Werte, revolutionäre Politik sozusagen auf die Tagesordnung setzt. Und da war ganz interessant, was Rolly Boff auch in einer TV-Debatte gesagt hat. Er hat gesagt, ja, die Rouhani-Administration, okay, die haben verhandelt, die haben eine Verhandlungsdiplomatie, einen verhandlungsdiplomatischen Ansatz geführt. Den konnten sie aber nur führen, weil es vorher eine Machtdiplomatie gab, einen machtdiplomatischen Ansatz unter Ahmadinejad. Wieder dieses Argument, die sind eigentlich schwach, die haben davon profitiert, dass wir vorher Kapazitäten aufgebaut haben und sie glauben, dass sie damit erfolgreich waren. Im Grunde haben sie jetzt ihre Pflicht erfüllt, die sollen zur Seite gehen und jetzt uns das Feld überlassen. Er würde wahrscheinlich wieder was mit etwas kommen, was eine revolutionäre Diplomatie wäre, Stärke sozusagen nach außen hin darstellen und ähnliches. Ich würde vielleicht noch mal ein Beispiel dafür, wie es vielleicht sogar einen positiven Effekt haben könnte, wenn Rouhani nicht gewählt wird. Einfach noch mal als Gedankenexperiment. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, durch die Ansätze im Kongress und der jetzigen Trump-Administration, dass wir in Teilen der Nuklearvereinbarung vielleicht sogar Nachverhandlungen erleben. So etwas wie Nachbesprechungen, wie es weitergehen kann, bilateral, multilateral, darüber wird diskutiert, dass es sozusagen Justierungen geben soll. Etwas, was sehr, sehr schwer durchzusetzen ist. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das sein dürfte, das in Iran auch zu verkaufen. Wir haben verhandelt, wieso sollten wir jetzt nochmal verhandeln und den Amerikanern können wir ohnehin nicht trauen. Schwierig. Wenn wir aber kein Rouhani dort hätten und wir hätten jemanden wie Raisi dort, Rolly Boff dort, jemand anderen, wäre es durchaus einfacher, eine solche Vereinbarung auf den Weg zu bringen, weil sie dann eine neue Administration hätten, die sagt, die alte hat nicht gut verhandelt, wir sind jetzt dabei nachzuverhandeln, um jetzt sozusagen bestimmte Schwächen dieser Übereinkunft quasi zu kompensieren. Das ist sozusagen, wenn es darum geht, diese Nachverhandlungsgeschichten, die vermutlich auf uns zukommen werden und die werden vermutlich auf Iran zukommen, es wird schwierig werden, etwas leichter zu verkaufen werden. Also das ist ein Bereich, wo ich denke, dass eine neue Administration durchaus sozusagen Benefit haben könnte für Nachverhandlungen. Aber selbstverständlich, unabhängig davon, und das ist eben nur so ein Gedankenexperiment, ist natürlich mit einem Rouhani, dessen politische Zukunft ja auch mit der Vereinbarung steht und fällt, ein sicherlich angenehmerer und einfacherer Partner. Wobei ich nicht weiß, ob er Zarif dazu kriegt, nochmal als Außenminister sozusagen ins Feld zu kommen. Ich glaube, der will eigentlich nur noch das Land verlassen. Also wir haben auch nicht die gleichen Personen da und die gleichen Kommunikationskanäle, aber das wäre sicherlich eine andere Form, ein anderer Grad an Commitment. Und das ist von Vorteil, wenn wir wirklich in eine massive Krisensituation geraten sollten, so ähnlich wie wir sie unter George Bush und Ahmadinejad hatten, das kann auch auf uns zukommen, dann ist es leichter, mit einem Rouhani zu versuchen, sozusagen Schadensbegrenzung hinzukriegen, als mit einem Raisi oder einem Rolly Boff. Letzte Spekulationsfrage. Ist es denkbar, dass auch Rouhani irgendwann eine Nachfolge von Khamenei, also dem Revolutionsführer, anstrebt? Ich meine, immerhin ist er der zweitwichtigste Mann und ein Mann des Systems, wie Sie sagten. Okay, nur eine offene Frage. Dann öffne ich für Sie und freue mich über Fragen, auch Kommentare. Bitte stellen Sie sich ganz kurz vor mit Namen und gegebenenfalls Institution. Und ich würde sagen, wir sammeln erstmal ein paar Fragen und sagen Sie doch am besten, an wen die Frage gerichtet ist, wenn sie spezifisch ist. Fangen wir an mit dem Herrn hier vorne. Warten Sie kurz aufs Mikro, dann hört man Sie besser. Ich heiße Jaumbach. Ich bin hier Ingenieur und arbeite in Adlershof, aber bin privat hier, nicht von einer Institution. Ich habe zwei verschiedene Fragen. Und zwar einmal, wir haben darüber gesprochen, dass die Kommunalwahlen und Präsidentschaftswahlen jetzt zeitgleich sind. Wissen die Hardliner nicht darüber Bescheid, dass sie, wenn sie jetzt zusammenkommen, dass es so Nachteile für sie bringt, dass sie diese beiden Wahlen auseinanderdividieren? Ist die erste Frage. Und zweite Frage ist, wo sehen Sie Iran in 10 Jahren? Wo sehen Sie Iran in 10 Jahren, war die Frage. Dann habe ich als nächstes den Herrn in Schwarz da hinten. Kurz aufs Mikro warten. Andreas Behnel, Middle East Freedom Forum Berlin. Also ich denke, es ist auf dem Podium klar geworden, dass es ziemlich irrelevant ist, wer jetzt das neue Gesicht der iranischen Regierung wird für die Situation der Menschen im Iran.
Ich habe deswegen eigentlich nur eine Frage an Herrn Siegfried als Vertreter des Auswärtigen Amts. Wir sitzen hier in der Stiftung der Grünen Partei. Es ist nicht nur bei den Grünen mittlerweile sehr viel von Nachhaltigkeit die Rede, gerade wenn es um Atommüll geht. Deutschland steigt aus der Atomenergie. Ich wollte mal fragen, wie sieht es eigentlich mit der Nachhaltigkeit des Atomabkommens aus? Wie Sie alle wissen, sind das alles temporäre und reversible Einschränkungen auf das iranische Atomprogramm. Und dieses Atomabkommen läuft aus. Und zwar in 10 plus x Jahren. Zwei davon haben wir schon hinter uns gebracht. Was sind eigentlich die Pläne vom Auswärtigen Amt für die Zeit danach, wenn das iranische Regime völlig legal die Möglichkeiten hätten, sich die Komponenten für eine Atombombe zu beschaffen und dann eben das auch vollkommen legalisiert wäre? Und trifft darauf der Begriff der Nachhaltigkeit nicht zu? Dankeschön. Haben wir noch eine weitere Frage, die wir in diese Runde mit reinnehmen können? Dann bitteschön, der Herr. Ja, Konrad von Rett mit Credit Advisory arbeitet im Bereich Klima, Stadtentwicklung, unter anderem auch im Iran. Meine Frage ist zur Rolle von Iran im regionalen Kontext. Wie unterscheiden sich da die unterschiedlichen Kandidaten und was ist jetzt auch mit der Veränderung in den USA, wobei wir nicht genau wissen, wie sich ausspielt, ist da neues, stärkeres Konfliktpotenzial in der Region, auch bezüglich Saudi-Arabien etc. zu erwarten? Sie kommen dann in der nächsten Runde dran. Ich gebe erstmal kurz zurück. Wir fangen einfach mal hier so an durch und jeder beantwortet das, was ihn anspricht. Ja, zur Frage der Nachhaltigkeit des JCPOA. Es gibt ja tatsächlich die Laufzeit des JCPOA begrenzt. Da gibt es verschiedene Daten. Ja, der wichtigste vielleicht der sogenannte Transition Day 2023, höchstwahrscheinlich. Da wird dann hoffentlich bestätigt, dass Iran alle seine Verpflichtungen eingehalten hat. Und Iran implementiert zurzeit, das ist eine der Zusagen unter der Nuklearvereinbarung, das sogenannte Zusatzprotokoll der IAEO. Dieses Zusatzprotokoll erlaubt der Internationalen Atomenergieorganisation die Inspektionen, die sehr strikten und weltweit im Grunde einzigartigen Inspektionen, die sicherstellen können, dass es kein militärisches Projekt gibt. Ja, das ist jetzt einmal für den Zeitraum der Fall. Die Vereinbarung für diesen Transition Day ist, dass Iran dieses Zusatzprotokoll ratifiziert. Das muss das Parlament tun. Und dann gibt es im Grunde ähnliche Inspektionsmöglichkeiten für die Atomenergieorganisation und diese Inspektionen können dann sicherstellen, dass es eben keine Aktivitäten gibt, die in eine militärische Richtung führen können. Und Iran hat den NVV, also den Nichtverbreitungsvertrag, gezeichnet, ist Mitglied. Das heißt, Iran darf diesen Pfad gar nicht gehen und mit den entsprechenden Inspektionsmöglichkeiten wird es auch möglich sein, das zu überwachen. Das zur Nachhaltigkeit. Sich alle Komponenten dafür zu verschaffen, dass man sie morgen bauen kann. Und das wurde immer gesagt, das wird auf jeden Fall verhindert werden. Und das wäre jetzt sozusagen Ihrer Aussage nach eben dann nicht mehr der Fall. Dann müsste man eigentlich darauf hoffen, dass sich die Iraner das iranische Regime auch an das hält, was es unterschrieben hat. Es sind, glaube ich, eine sehr komplexe technische Frage, aber Iran darf sich diese Dinge nicht verschaffen. Iran wird die Möglichkeit haben, sukzessive ein ziviles Nuklearprogramm zu unterhalten. Das ist Teil des Deals. Und was die andere Komponente geht, ist das für Iran auf Dauer hin illegal unter dem NVV und mit dem entsprechenden Zusatzprotokoll wird es auch Möglichkeiten geben, das zu überwachen. Danke für die Klärung. Direkt, ja. Weil ich das für eine unheimlich wichtige Frage halte, weil das, glaube ich, eine der gängigsten Missverständnisse ist im Zusammenhang mit dem JCPOA, also dem Nuklearabkommen, der Nuklearübereinkunft. Es ist bei weitem nicht so,
dass irgendwelche Dinge auslaufen und in 10, 20 Jahren Iran plötzlich ganz legalerweise Nuklearwaffen produzieren könnte. Es gibt Laufzeiten, Verzeihung, ich würde das gern nochmal für alle klarstellen, weil das sehr missverständlich ist, was Sie da von sich gegeben haben. Es gibt bestimmte Laufzeiten für ganz spezifische Punkte, zum Beispiel die Beschränkung der Urananreicherung auf Natanz, ist eine solche Beschränkung, oder die Beschränkung der Zentrifugenanzahl, oder die Beschränkung des Typs der Zentrifugen, oder der Anreicherungsgrad auf 3,67%. Was nach der Auslaufzeit sozusagen passiert, ist, dass Iran ganz regulär sozusagen über diese Grenzen, die sozusagen gesetzt wurden, wieder hinausgehen kann, wie sie jeder andere NPT-Staat heute sozusagen weltweit legalerweise führen kann. Das führt noch nicht zur Produktion von Nuklearwaffen. Das klingt immer so, als würde sozusagen die Nuklearübereinkunft in 10 Jahren auslaufen und dann könnte Iran von heute auf morgen Nuklearwaffen legalerweise produzieren. Das ist definitiv nicht der Fall. Die Idee der Übereinkunft war ja, die technischen Möglichkeiten in Iran so zu beschränken, dass sie mindestens ein Jahr bräuchten, wenn sie heute die Entscheidung treffen würden, wir machen das einfach, wir wollen Nuklearwaffen produzieren, dass sie ein Jahr Laufzeit bräuchten, um technisch an diesem Punkt zu sein. Das ist die Idee der Übereinkunft gewesen. Das ist sozusagen diese Einjahreszeit, die man der internationalen Gemeinschaft gegeben hat, um dann entsprechend darauf reagieren zu können. Der Vorteil und sozusagen der Benefit dieser Übereinkunft ist, dass wir ein Kontrollregime haben, das über alle bisherigen Kontrollregimes hinausgeht, weil es nötig war, weil wir kein Vertrauen haben konnten in sozusagen das Nuklearprogramm der Iraner. Dieses Kontrollregime nun über eine sehr längere, sozusagen eine gewisse Laufzeit, weit über das hinausreicht, was wir im NPT haben und nach der Laufzeit immer noch im Rahmen des NPT und im Rahmen des Zusatzprotokolls sein wird. Also nur noch mal, damit das nicht, Sie wissen das vielleicht, weil Sie sich damit befasst haben, aber weil ich das häufig kriege, diese Frage, diese Sorge, es gibt ein JCPOA, der läuft in 10 Jahren aus und eine Woche später könnten Sie plötzlich mit Nuklearwaffen auf Israel zielen. Das ist nicht der Fall. Willst du gleich weitermachen mit einer dieser anderen Fragen oder wollen Sie... Aber lassen Sie uns nicht zu stark in die Details des Abkommens eingehen. Die sind Wort vielleicht. Ich glaube, es gibt keine Garantie dafür, hundertprozentige Garantie dafür, dass nicht Iran irgendwann doch zu einer Atombombe kommt oder Saudi-Arabien oder andere Länder. Die einzige Garantie wäre eine atomfreie Zone im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Und da ist natürlich Israel gefragt. Israel verfügt über eine große Atommacht und Israel wäre nach meiner Auffassung niemals einverstanden damit. Das ist der Punkt. Im Iran, Khatami hat schon damals vorgeschlagen, atomfreie Zone und auch die anderen haben öfters vorgeschlagen, atomfreie Zone und das wäre meiner Ansicht nach die beste Lösung. Wollen Sie noch kurz auf die anderen Fragen? Wo ist Iran in 10 Jahren? Warum werden die Kommunalwahlen mit den Präsidentschaftswahlen zusammengelegt, obwohl das nachteilig für die Hardliner sein könnte? Und das Letzte war, glaube ich, regional, also die Positionen der Kandidaten zu regionalen Fragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, warum das zum Nachteil der Konservativen oder der Hardliner sein sollte, wenn die Wahlen zusammengelegt sind. Die haben sehr viele Einschränkungen, haben verhindert, dass Reformer tatsächlich da kandidieren. Und es ist nicht ausgemacht, wie diese Wahlen, Kommunalwahlen ausgehen. Gewöhnlich haben die Reformer und die Gemäßigten die Mehrheit, weil das regional ist. Zum Nachteil der Erzkonservativen ist das nicht, denke ich. Erstens das, wie es in 10 Jahren im Iran aussieht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wir haben 1980 oder 81 immer gesagt, nur noch 2 Monate. Und jetzt sind 38 Jahre vergangen. Also da kann ich nicht sagen, wann die Situation sich grundlegend ändern wird. Zu der regionalen Rolle Irans, ich kann sagen, dank der falschen und schlimmen Politik der USA und des Westens im Nahen und Mittleren Osten ist Iran zu einer starken Regionalmacht geworden. Einer regionalen Großmacht, will ich sagen. Die Frage war, glaube ich, auch vor allem, wie sich die Kandidaten sozusagen dazu positionieren, zu der Außenpolitik, ob es da Unterschiede gibt
Ich bin sicher, dass die Rechte mehr dafür ist, dass man mehr Kräfte nach Irak schickt, nach Syrien schickt, nach Jemen schickt und so weiter, die Hezbollah unterstützt und so weiter. Und dass die Reformer und die Gemäßigten eher zurückhaltender sind. Also das ist, kann man allgemein sagen. Wie jetzt die einzelnen Kandidaten darüber denken, dazu haben sie sich wenig geäußert. Also auch in diesen Debatten war das kein wichtiges Thema. Denn eigentlich sagt man, Iran hat, also alle sagen, Iran hat eine sehr konstruktive Rolle, Iran führt einen Kampf gegen den internationalen Terrorismus, steht an der Spitze dieses Kampfes und natürlich hat Iran auch Angst vor IS und diesen islamischen Staat, dass sie auch im Iran Fuß fassen. Bisher ist das nicht gelungen, bisher konnte Iran, obwohl es hier sporadisch hier und da Terroranschläge gegeben hat, aber im Großen und Ganzen ist Iran davon bisher verschont geblieben. Aber Iran möchte natürlich eine große Macht bekommen, noch mehr. Und die Gefahr, die ich sehe, ist die Auseinandersetzung jetzt zwischen Iran und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat jetzt gedroht, also der Verteidigungsminister, irgendwann wird der Kampf zu uns kommen, wir dürfen das nicht machen, wir müssen den Kampf auf iranischem Boden führen. Und da hat der iranische Verteidigungsminister gesagt, wenn ihr solche Dummheiten macht, dann wird aus Saudi-Arabien nur noch Mekka und Medina bleiben, sonst nichts. Also die sind schon verbal sehr weit fortgeschritten in dieser Auseinandersetzung und es besteht tatsächlich die Befürchtung, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt zwischen den beiden Staaten und mit den jeweiligen Unterstützern. Nur als Ergänzung, es gibt natürlich auch Stimmen, die die Rolle Irans in der Region als nicht so konstruktiv wahrnehmen, nur weil das eben so rüberkam, dass es durchaus eine Kontroverse ist. Ja, okay, dann habe ich es. Noch Ergänzungen, sonst würde ich die zweite Fragerunde. Nochmal bei den Kommunalwahlen. Erstmal richtig, das ist kein Selbstläufer für die Reform. Aber sie haben bessere Chancen, weil sie einfach mehr Kandidaten ins Rennen schicken können. Sie haben jetzt eher das Problem, dass sie zu viele Kandidaten teilweise bei Sitzen im Rennen haben, die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Und die sind jetzt gerade dabei, eine Strategie zu entwickeln, wie sie verhindern können, dass sie so dann tatsächlich noch verlieren bei bestimmten Wahlen. Und insgesamt hat das System sehr großes Interesse an hoher Wahlbeteiligung. Die sind in diesem Sinne ein populistisches Regime, das sehr stark auf Mobilisierung setzt. Also es wird sozusagen hoch angesehen, dass sie eine höhere Wahlbeteiligung haben. Also das ist auch nichts, wo jetzt eine Fraktion dagegen ankämpfen könnte und sagen könnte, wir wollen das nicht auf denselben Tag legen. Das dazu. Wie sieht Iran in 10 Jahren aus? Darauf habe ich natürlich auch keine Antwort, aber ich kann Ihnen sagen, wie Iran selber meint, in 10 Jahren aussehen zu wollen. Sie haben nämlich 2005 zunächst einmal das einzige wirkliche Strategiepapier herausgebracht, ihre sogenannte Vision 2025, wie sie sich aufstellen wollen 2025 und wo sie sich sehen. Und da sehen Sie sich selbst als führende technologische, wissenschaftliche, wirtschaftliche, energiepolitische Macht in Südwestasien. Was wollen Sie? Sie wollen der wesentliche Transitkorridor sein für Handel. Sie wollen der wesentliche Transitkorridor sein für die Energielieferung. Sie wollen der wesentliche Transitkorridor sein für jegliche Art sozusagen wirtschaftlicher Beziehungen, die von Asien bis nach Europa reichen, weil das erstens ihr geopolitisches Gewicht steigern würde, gerade am Golf gegenüber Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten. Und es würde zweitens auch bedeuten, dass sie sich quasi unverzichtbar machen für sozusagen asiatischen Warentransfer. Und damit sind sie drittens, und das ist eine der wichtigen Komponenten auch der Widerstandsökonomie, sie wären in Zukunft nicht mehr so leicht sanktionsfähig. Das heißt, wenn andere Leute tatsächlich Schaden nehmen, indem sie Iran als Transitkorridor quasi sanktionieren, werden sich das dreimal überlegen, ob sie noch Sanktionen in dieser Form sozusagen aussprechen. Das ist eine sozusagen der Leitlinien gewesen, die jetzt nicht von Rouhani oder so kam, das ist damals vom Revolutionsführer auch so verkündet worden, das war eine der Zielsetzungen. Davon ist man ganz stark abgewichen unter Ahmadinejad, der eine ganz andere Wirtschaftspolitik und eine ganz andere auch Außen- und Regionalpolitik betrieben hat. Und wir haben unter Rouhani eine Rückkehr zu dieser Vision, wenn man so will. Das ist seine Vision für die Region und also für Irans Rolle in der Region. Und meine Lesart Rouhanis ist eigentlich, was er sich wünscht für einen Iran in Zukunft, ist nicht irgendwie eine Volksdemokratie oder religiöse Demokratie in dieser Form, sondern er will einen Iran, das ähnlich wie Singapur oder China wirtschaftlich stark ist, bestehende Strukturen erhält
und gut reguliert ist. Es geht um Good Governance, wenn man so will, iranischer Prägung. Das ist sozusagen, das wäre ein effektiver Staatsapparat mit Bürokratieabbau, das ist ja das, was er betreibt, Subventionsabbau, modern mit Direktinvestitionen, ein sozusagen Transitkorridor, der in der Region stabil sein kann und sich unverzichtbar macht. Das ist sozusagen die Vision, die die derzeitige Administration hat und die Vision, die man auch 2005 einmal angesprochen hat. Und das ist, da sind wir auch bei der Frage der Außenpolitik, das ist eine ganz andere Vision sozusagen auch für Irans Rolle in der Region. Im Grunde genommen sagt er damit, wiederum meine persönliche Interpretation, wir sind mit unserem Ansatz Revolutionsexport und wir sind die führende nationale sozusagen Macht in der islamischen Welt völlig gescheitert. Wer folgt denn heute Iran? Welcher islamische Staat wirklich folgt Iran? Haben wir irgendeine Führungs sozusagen, haben wir ein Führungsappeal? Haben wir überhaupt Strahlkraft entwickelt? Nein, haben wir nicht. Wie wir Strahlkraft entwickeln können, ist, wenn wir ein islamischer Staat sind, der wirtschaftlich unfassbar erfolgreich ist, der modern und effektiv ist. Das ist ein islamischer Staat, der als Modell dienen kann für die Welt. Das ist eine ganz andere sozusagen Herangehensweise, die sehr viel weniger auf diese Art aggressiver Rhetorik und Außenpolitik setzt, sondern mehr auf sozusagen Verbindungen, Transitkorridore bauen, sich unverzichtbar machen, auf multilaterale Formate setzen im Sinne eines gut gegoverneten, wenn man so will, autoritären, stabilen Systems, das sich so auch sehr viel besser halten kann, nicht nur Stabilität nach außen, sondern dadurch auch Stabilität nach innen produzieren kann. Das wäre meine Lesart jedenfalls sozusagen, Rohanis Vision, wie er sich vielleicht in 10, 20, in, bis 2025 jedenfalls sieht. Das war mal der Ansatz. Dankeschön. Dann würde ich nochmal eine zweite Runde öffnen. Ich glaube, genau, eine Dame hatten wir schon und ich lade Sie ein, weitere Fragen zu stellen. Okay, mein Name ist Börgel. Ich arbeite als entwicklungspolitische Gutachterin und Beraterin. Insbesondere habe ich mich in den letzten 15 Jahren intensiv mit Afghanistan beschäftigt. Meine Frage ist, was sind die Interessen von Rouhani gegenüber Afghanistan oder auch der anderen Kandidaten? Denn Afghanistan hat eine Westgrenze mit dem Iran und auf der Ostseite eben mit Pakistan. Was sind also die Interessen? Was kann man da regional erwarten? Denn Sie haben hier jetzt gerade die Regionalmacht Iran nur in Bezug auf Nahen Mittelosten identifiziert. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst, Sie waren ja schon mal, insofern würde ich einmal noch kurz, ob es noch Leute gab, die doch nichts gesagt haben und noch was sagen wollen. Ansonsten, bitteschön, haben Sie nochmal das Wort. Nur eine kurze Anmerkung, da das jetzt doch sehr, sehr schön wurde mit Good Governance im Iran. Sie können alle im Internet, zum Beispiel bei Google, ich nehme an, Coal Mine Rouhani müsste funktionieren, eingeben, dann werden Sie auf Videos stoßen, die gerade ein paar Tage alt sind, war natürlich auch kein Thema heute Abend, wo Rouhani die Kutzpe besessen hat, als zu einer Kohlenmine zu fahren, wo gerade Dutzende von Arbeitern bei einer Explosion gestorben sind. Tja, also der populäre Reformer war nicht so richtig wohl gelitten. Also am Ende hat man Steine auf sein Auto geschmissen. Das ist so die Realität heute. Ja. Danke für den Kommentar. Dann, wenn es nichts weiter gibt, würden wir hier die Abschlussrunde auf dem Podium machen und die Fragen noch beantworten. Anfangen? Vielleicht dazu nochmal, das steht völlig außer Frage, was Sie sagen. Also, und Good Governance vielleicht, um das gut, dass Sie nochmal nachgefragt haben. Ich will damit nicht sagen, dass ihm sozusagen an Good Governance gelegen ist und dass das in irgendeiner Form gute Regierungsführung wäre. Ich versuche sozusagen darzustellen aus seiner Perspektive, was er dort versucht. Und es hat eben nicht mit Demokratisierungsprozessen zu tun. Es hat mit Verwaltungsprozessen zu tun, mit Regierungsverwaltung. Das ist das, was er will, eine effektive Regierungsverwaltung. Und das ist ein Unterschied, den wir machen sollten, wenn wir von moderaten Kräften in Iran sprechen, sie nicht in einen Topf zu werfen mit irgendeiner Form von Demokratisierungsbestrebung. Denn das ist eine ganz andere Zielsetzung, ein anderer Topf. Zu der Frage vorher mit Afghanistan. Also Interessen in Afghanistan, mit Afghanistan der Kandidaten, speziell Rouhanis. Gut, also da muss man auch sagen, gerade die Afghanistan-Politik ist ja von verschiedenen Treibern sozusagen dort geführt. Das eine ist, dadurch, dass sie eine gemeinsame Grenze haben, ist Afghanistans Stabilität für Iran oberste Priorität. Also der Erhalt quasi auch der territorialen Integrität Afghanistans hat für Iran oberste Priorität. Das sieht in Syrien zum Beispiel anders aus. Da gibt es andere Dinge, die oberste Priorität haben. Es liegt eben daran, dass sie ein Nachbarstaat sind mit einer sehr sozusagen weitreichenden gemeinsamen Grenze. Sie haben das Problem mit der Drogenproblematik. Das heißt, sie wissen selber, wie viele Drogen sozusagen über die afghanisch-iranische Grenze nach Iran kommen. Da gibt es regelmäßig Schusswechsel an dem Grenzgebiet. Also das Drogenproblem ist das eine. Das andere ist, dass Iran eigentlich ein Interesse
Interesse und auch Rouhani Interesse an einer starken Zentralregierung in Kabul hat, aber jetzt sozusagen von der Taktik so übergegangen ist, dass sie mit allen Seiten reden. Sie reden ja sogar mit den Taliban. Sie haben Beziehungen zu den Taliban aufgebaut, weil sie sich eben alle Optionen offen halten wollen, weil Afghanistan für sie ganz wesentlich ist. Sie sind einer der größten Geldgeber in Afghanistan. Sie haben sogar fast so etwas wie eine stabilisierende Funktion in dem Bereich, in dem sie in die Infrastruktur investieren. Das machen sie ganz geschickt direkt an der Grenze in Provinzen, die sie vielleicht mehr oder weniger als eigene, wenn man so will, verlängerte Provinzen des iranischen Territoriums sehen, wo sie mehr engagiert sind. Und sie haben ein Problem wegen der grenzüberschreitenden Terroristen. Also sie haben sozusagen den Rückzug des IS, sie haben Al-Qaida vor Ort, sie haben also eine ganze Reihe von Bedrohungen, die für Iran natürlich auch eine Sicherheitsbedrohung darstellen. Was die Iraner probieren, verstärkt ist eigentlich mit den Russen eine stärkere Kooperation in Afghanistan auf die Beine zu stellen und dort auch sicherheitspolitisch stärker zusammenzuarbeiten. Sie wünschen sich eigentlich eine größere Rolle auch im Aufbau sozusagen der Sicherheitsapparate in Afghanistan. Sie lehnen ja eine NATO-Präsenz und die ISAF-Truppen und so weiter haben sie ja abgelehnt, weil sie eigentlich der Meinung sind, Regionalmächte müssten dort tatsächlich einflussreich sein vor Ort. Da wollen sie eine größere Rolle haben. Aber das ist mit Blick auf sozusagen die Infrastrukturprojekte, mit Blick auf die Stabilität, die sie in der Region brauchen, um als Transitkorridor überhaupt funktionieren zu können. Sie brauchen ein stabiles Afghanistan. Mit Blick auf die Wasserproblematik, die sie ebenfalls haben, weil sie auf Wasser aus Afghanistan angewiesen sind, kommen hier ganz viele andere Bereiche rein, von denen Iran in anderen sozusagen Konflikten, im Jemen, Syrien zum Beispiel, nicht in der Form betroffen ist. Entsprechend sehen wir dort eine etwas konstruktivere Rolle tatsächlich der Iraner, als wir sie zum Beispiel in Syrien sehen oder im Irak oder anderen Bereichen. Wollen Sie noch ergänzen oder andere abschließende Worte loswerden? Okay, dann würde ich zum Abschluss Sie alle drei nochmal bitten, wie so ein Blitzlicht, was wäre Ihr persönlicher Tipp, wer gewinnt in 10 Tagen die Wahl, aus dem Bauch heraus, um es noch ein bisschen unterhaltsam zu machen? Also ich tippe mal auf Rouhani, aber nicht im ersten Wahlgang, also auch nicht in 10 Tagen. Okay, was ist Ihr Tipp? Ja, ich denke auch, es wird zum Stichwahl kommen, aber am Ende wird doch, glaube ich, Rouhani gewinnen. Hoffe ich. Ich glaube nach wie vor, dass er die besten Chancen hat, aber Roliboff ist immer noch mein Überraschungskandidat. Okay, dann haben wir hier ein 2-1, ein knappes. Wir dürfen gespannt sein, was dann der tatsächliche Ausgang der Wahl sein wird. Wir werden es erfahren. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Vielen Dank für Sie, fürs Kommen, Fragen stellen, Kommentare abgeben. Natürlich ganz vielen Dank an unsere 3 Expertinnen hier auf dem Podium. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause.